Was ich nicht wusste, ist, dass Sie in Ihrer Doktorarbeit sich auch mit der NATO-Erweiterung beschäftigt haben. Herr Putin nimmt ja immer als Begründung für seinen Krieg gegen die Ukraine, die NATO sei zu dicht an Russland rangerückt. Stimmt das eigentlich, was er da behauptet? Aus meiner Sicht uneingeschränkt ja, aber das kann man natürlich unterschiedlich beurteilen. Ich stelle mir mal das umgekehrt vor, China würde Atomwaffen in Mexiko oder in Kanada stationieren. Die Russen in Kuba. Ja, das gut. Das 1963, ist ja, immerhin schon mal versucht. Waren andere Zeiten, aber ich glaube, da würden in den USA alle Alarmglocken schrillen. Und seit 1826, Monroe-Doktrin, verbieten sich die Amerikaner jegliche Einmischung in der gesamten westlichen Hemisphäre. Also wenn dann Waffen und auch atomwaffenfähige Systeme an die russische Grenze heranrücken, dann kann ich verstehen, dass ein Land das als Bedrohung ansieht. Hinzu kommt ja die tiefe historische Verbindung zwischen der Ukraine und Russland. Also ich muss ja insofern als Betrachter der internationalen Szene, muss ich Versteher sein oder versuchen zu verstehen. Ich muss also Putin Versteher sein, ich muss Xi Jinping Versteher sein, ich muss Joe Biden Versteher sein, ich muss auch Angela Merkel Versteher sein, um überhaupt verstehen zu können, was da läuft. Also ich muss mich versuchen, in die Schuhe Putins hineinzuversetzen, und ich sehe, dass Russland sich bedroht fühlt durch diese Ausdehnung, genauso wie die Balten sich natürlich bedroht fühlen durch Russland und geschützt fühlen durch die NATO. Das ist klar, aber diese gefährliche Dynamik muss man eben durchbrechen.